Hallo, ich bin Robert und heute für euch im Süden Sachsen-Anhalts in Halle-Saale beim örtlichen Polizeirevier und zu Besuch beim Kriminaldauerdienst, kurz KDD. Und bei mir sind Lisa und Philipp vom KDD. Schön, dass ich da sein darf. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr. Stellt euch doch kurz vor. Ich bin Lisa, ich bin 25 Jahre alt. Ich habe 2018 mein Studium an der Fachhochschule Polizeiland Sachsen-Anhalt begonnen, habe das erfolgreich 2021 abgeschlossen und bin dann mit Erstverwendung in den Kriminaldauerdienst in Halle gekommen. Ich bin Philipp, ich bin 23 Jahre alt, habe genau das gleiche gemacht wie Lisa, nur ein halbes Jahr vorher und bin dementsprechend seit anderthalb, knapp zwei Jahren schon beim Kriminaldauerdienst. Und ich habe heute die Möglichkeit, euch ein bisschen im Einsatzgeschehen zu begleiten. Genau, aber dafür müssen wir erstmal aufrüsten. Okay, na dann machen wir das. Lisa, was habt ihr jetzt hier alles aufgerüstet? Also wir haben hier einmal unseren Spurensicherungskoffer, natürlich dann noch eine Kamera. Darüber sind diverse Dokumente, Schreibzeug und natürlich unsere Polizeiwesten. Okay, und Philipp, was erwartet uns heute, wenn er so viel mitnimmt? Also zur Samstag-Nachtschicht erwarten uns normalerweise Raubstraftaten, Sexualdelikte, natürlich auch Todesursachenermittlungen, also Leichen. Und im Worst Case? Im Worst Case kommt alles auf einmal. Und das macht ihr beide dann? Ich denke, das kriegen wir hin und zur Not musst du uns halt helfen. Ach so. Bevor wir starten, müssen wir natürlich noch unsere Vorschicht ablösen und wir kriegen noch eine Einweisung durch unseren Wachgruppenleiter. Und da bin ich gespannt. Ihr wurdet jetzt eingewiesen, ist das immer so? Genau, das ist immer zu Schichtbeginn, dass unser Wachgruppenleiter uns über die Lage informiert, was am letzten Tag passiert ist, gegebenenfalls, was dann für uns noch ansteht. Und das macht er zu Beginn jeder Schicht. Und habt ihr jetzt für euch schon einen speziellen Auftrag für heute mit auf den Weg bekommen? Das Schöne ist, wir starten erstmal mal auftragslos. Also wir warten quasi, bis das Telefon klingelt und unser Wachgruppenleiter uns dann sagt, der Sachverhalt, also der Raub zum Beispiel oder eine Leiche, erwarten uns jetzt und dann starten wir. Quasi erst. Weil der Tag bzw. die Nacht ja auch noch jung ist. So sieht's aus. Wie lange müsst ihr heute im Dienst sein? Also wir arbeiten am Wochenende, also Freitag, Samstag, Sonntag, immer im 12-Stunden-System. Unsere Nachtschicht geht quasi von 18 bis 6 Uhr. Und in der Woche haben wir dann Frühschicht, Spätschicht und normale Nachtschichten. Die Frühschicht geht 8 Stunden, die Spätschicht 6 und die Nachtschicht geht 10 Stunden. Ihr müsst aber nicht jedes Wochenende arbeiten, oder doch? Durch den Schichtrhythmus ist es eher so, dass wir jedes zweite Wochenende arbeiten müssen. Also man hat auch seine freien Wochenenden. Philipp hatte vorhin erwähnt, dass auch Todesursachenermittlungen eine große Rolle in eurem Dienstgeschehen spielen. Kannst du mir da irgendwie noch was Genaues zu sagen, Lisa? Ja, also prinzipiell ist es jetzt nicht wie im Film, dass wir zu jeder Leiche fahren, die ermordet wird, sondern der Notarzt füllt ja einen Totenschein aus und der hat drei Möglichkeiten. Entweder ist jemand natürlich verstorben, nicht natürlich oder er sagt nicht aufgeklärt. Das ist halt zum Beispiel der Fall, wenn er die Person einfach nicht kennt. Er weiß nicht, was für eine Krankheitsvorgeschichte da ist und er kreuzt nicht aufgeklärt an. Und sobald nicht aufgeklärt oder nicht natürlich angekreuzt wird, kommen wir auch hin und gucken halt aus polizeilicher Sicht, ob da beispielsweise eine Fremdeinwirkung besteht oder nicht. Und da Menschen ja sehr häufig, also es sterben schon jeden Tag Menschen und der Notarzt weiß halt nicht immer, warum jemand verstorben ist, fahren wir auch wirklich häufig zu Leichen nach draußen. Kann man sich auf so eine Situation irgendwie vorbereiten? Nimmt einen das in gewisser Weise auch emotional mit? Natürlich ist man aufgeregt, wenn es das erste Mal passiert. Also ich glaube, die erste Todesursachenermittlung hat auch jeder im Kopf. Aber man kriegt eine Routine rein bei jeder Leiche, zu der man rausfährt. Natürlich macht man sich vorher Gedanken, vor allem was die Angehörigen betrifft, dass man sich vielleicht darauf einstellt, dass man gleich mit jemandem reden muss, dem halt ein schwerer Schicksalsschlag passiert ist. Ja, da muss man einfach so zwischen dieser Routine und der Empathie muss man da so ein bisschen hin und her balancieren. Man muss auch sagen, wir arbeiten da eng mit dem Kriseninterventionsteam zusammen. Das sind ehrenamtliche Mitarbeiter auch, die wir dann zum Beispiel, wenn wir wissen, dass da Angehörige vor Ort sind, auch
im Voraus gegebenenfalls kontaktieren, dass die mit uns dorthin kommen, weil die haben einfach auch mehr Zeit als wir, sich noch mit den Angehörigen im Nachhinein zu beschäftigen und bei denen zu bleiben, dass die dann nicht alleine sind. Was umfasst euer Aufgabenspektrum noch? Also neben den Todesursachenermittlungen haben wir natürlich auch Delikte wie Sexualdelikte oder Raubstraftaten oder Körperverletzungsdelikte. Gerade zum Wochenende hin, also die Leute sind halt gern draußen, sie gehen aus und dann gibt es halt auch mal ein Getränk vielleicht zu viel und da kann die Situation ja schnell überspannen. Genau, da werden wir auch mit rausgerufen, falls die Situation vor Ort unklar ist, was ist genau passiert, dass wir da mit eingreifen und vielleicht rausfinden, was für ein Delikt liegt überhaupt vor. Und welche Maßnahmen würden sich dann vielleicht noch anschließen? Vor Ort natürlich Spurensuche, Spurensicherung, Fotografie am Tatort ist auch ganz wichtig, Zeugenvernehmung bzw. Befragung, wenn wir wissen wollen, was passiert ist. Und wenn Beschuldigte vor Ort sind oder Täter vor Ort sind, dann werden natürlich auch Maßnahmen mit denen durchgeführt. Und viele Maßnahmen werden sicherlich auch dann in der Dienststelle umgesetzt? Genau, die Vernehmungen werden ja auf jeden Fall hier durchgeführt, also unter anderem auch die Beschuldigtenvernehmung, erkennungsdienstliche Behandlung von den Beschuldigten. Das bedeutet also, wir nehmen Fingerabdrücke, machen Bilder, gegebenenfalls nehmen wir auch noch DNA und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft steht dann meistens noch an, ob gegebenenfalls der Täter vorläufig fest oder ob der in unser zentrales Polizeigewahrsam übernachten soll, bis der Richter am nächsten Tag entscheidet, wie es mit ihm weitergeht. Ihr habt ja jetzt eine ganze Menge an Maßnahmen angesprochen. Habt ihr dafür einen zentralen Raum oder wie läuft das so im Dienstgebäude hier ab? Also wir haben verschiedene Räume für verschiedene Maßnahmen, die wir durchführen können. Unter anderem für die erkennungsdienstliche Behandlung den ED-Raum, also erkennungsdienstlicher Behandlungsraum. Für die Spuren haben wir ein kriminaltechnisches Labor und zusätzlich für spezielle Vernehmungen, wo wir Kamera und Ton mit aufzeichnen müssen, ein AAV-Raum, also audiovisuelle Vernehmung. Und jetzt zur auftragsfreien Zeit. Wäre es möglich, dass wir uns die Räume vielleicht mal anschauen? Na klar. Also das hier ist unser kriminaltechnisches Labor. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Unter anderem können wir Fingerabdrücke, also daktyloskopische Spuren von Gegenständen nehmen, die, wo es draußen einfach schlicht nicht möglich war. Oder auch Spuren in unseren Trockenschrank packen, die einfach nass sind, dass die nicht in der Zeit, in der wir drin liegen, stocken. Natürlich werden hier auch noch die Spuren überprüft, die wir draußen genommen haben, um zu schauen, ob die überhaupt auswertbar sind für das Landeskriminalamt. Aber dafür sind wir nicht die Spezialisten, sondern das ist unsere Kriminaltechnik. Wir unterstützen da nur. Aber ich würde dir jetzt einen Raum zeigen, wo wir des Öfteren arbeiten. Und was ist das für ein Raum? Der ED-Raum, also der erkennungsdienstliche Behandlungsraum. Okay. Ich habe es mir jetzt hier schon auf dem Stuhl bequem gemacht und es sieht ein bisschen so aus wie im Fotostudio. Was passiert denn hier genau? Ja, so ähnlich ist das auch. Also die Beschuldigten, die hierher gebracht werden, werden dann erkennungsdienstlich behandelt. Das bedeutet, wir machen Bilder von denen, wir nehmen die Fingerabdrücke und machen eine Personenbeschreibung. Das beinhaltet auch zum Beispiel das Gewicht und die Körpergröße messen. Aber auch Leute, die uns nicht sagen wollen, wer sie sind und die schon im System einliegen, können wir hier anhand ihrer Fingerabdrücke identifizieren. Okay, und wie würde es dann nach dieser Maßnahme zum Beispiel weitergehen? Dann steht zum Beispiel die Vernehmung an. Dafür haben wir ja auch den speziellen audiovisuellen Vernehmungsraum hier im Revier. Also muss ich mein angenehmes Plätzchen hier wieder verlassen? Genau. Gut, wir sitzen gerade im Vernehmerraum für audiovisuelle Vernehmungen. Du sitzt als Zeuge bzw. Beschuldigter uns gegenüber und würdest jetzt von Lisa und mir vernommen werden. Und wo ist der Lügendetektor und die Glaswand, die ich so aus dem Fernsehen kenne? Das brauchst du tatsächlich eher im Film für die Spannung. Sowas benutzen wir hier bei der Polizei nicht. Okay, und wie sieht denn bei euch die klassische Vernehmung aus? Also gehen wir davon aus, dass du erstmal Zeuge bist. Du wirst als Zeuge von uns belehrt nach Strafprozessordnung und darfst dann quasi den Sachverhalt freischildern. Und wenn ich jetzt kein Zeuge wäre? Dann hast du natürlich andere Rechte und Pflichten. Dann wirst du genauso belehrt und darfst natürlich auch die Aussage verweigern, darfst dich aber auch frei zu der Sache äußern, wie es aus deiner Perspektive geschehen ist. Kommt das bei euch oft vor, dass ihr Personen vernehmen müsst?
Also Zeugen auf jeden Fall, weil das einfach gerichtsfester ist, wenn der Zeuge nochmal dafür unterschreibt, was er gesehen hat und uns wiedergegeben hat. Bei Beschuldigten, sobald sie sich äußern wollen, kommt das natürlich auch vor. Und seid ihr dann zu zweit auch so als Team wie jetzt oder macht ihr das auch durchaus allein? Im Normalfall läuft eine Vernehmung immer alleine ab, weil das einfach auf Augenhöhe besser funktioniert. In dem Raum hier speziell durch die Kameratechnik, die noch bedient werden muss, gestaltet sich das zu zweit besser. Und natürlich muss immer noch einer parallel dazu alles dokumentieren, was du sagst. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt nicht mehr im Dienstgebäude des Polizeireviers, sondern wir sind schon im Funkwagen unterwegs im Stadtgebiet. Und es ist mittlerweile auch schon dunkel, wie es die Nachtschicht so mit sich bringt. Philipp, was ist jetzt genau unser Plan? Wir fahren erstmal nur Zivilstreife und schauen, ob uns irgendwas über die Füße läuft. Hannover 1631 für die 1001, komm mal. Hannover 1631 hört. Sie fahren in... Wir wurden gerade angefunkt. Was haben wir jetzt konkret für einen Auftrag bekommen? Also die Einsatzführungsstelle vom Revier hat uns gerade gebeten, aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Stadions die Nahbereichsfahndung zu übernehmen, quasi den Täter zu suchen. Das macht sich natürlich mit einem zivilen Auto besser, weil das sieht man halt nicht so schnell kommen wie den Funkstreifenwagen. Wie bereitet ihr euch jetzt so vorab darauf vor? Na, die Täterbeschreibung haben wir jetzt so grob mitbekommen. Vielleicht ergeben sich noch näher Erkenntnisse nach der Befragung von dem Funkstreifenwagen vor Ort. Und so lange müssen wir jetzt suchen, bis wir hoffentlich den Täter finden. Hallore 1001 von der Hallore 1631. Hallore 1601. Ja, die Hallore 1631 hat hier vor Ort keine Person, die auf die Täterbeschreibung passen, festgestellt. Wir würden jetzt abbrechen. Jetzt gibt es ja scheinbar wieder einen Sachverhalt, auch für euch. Ja, genau. Wir haben jetzt erneut den Auftrag, mit der Nahbereichsfahndung aufgrund einer KV, also einem Körperverletzungsdelikt, Tätergruppe aus 4 Tätern und haben eine ungefähr genaue Personenbeschreibung von einem davon. Wir haben jetzt hier an der Bushaltestelle Ratzweg einmal männlich. Er ist relativ unkooperativ uns gegenüber, will sich nicht ausweisen, will sein Personal nicht angeben. Er sagt, hat ja keine Verletzung, nichts. Ich habe das Ganze von der Rettungsleitstelle. Ich telefoniere nochmal mit dir und melde mich gleich. Wir haben gerade den Funkspruch bekommen, dass nach ersten Ermittlungen durch den Revier-Einsatzdienst der Sachverhalt sich doch anders dargestellt hat. Es sieht jetzt so aus, dass anscheinend keine Körperverletzung stattfand, also keine strafrechtlich relevanten kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt passiert ist. Quasi. Okay. Ihr habt jetzt noch einen weiteren Einsatz bekommen. Was genau? Wir haben jetzt von der Einsatzführungsstelle den Auftrag bekommen, zur Todesursachenermittlung zu fahren. Es handelt sich um einen älteren Mann, der hier verstorben ist und der Notarzt legt sich nicht fest. Das heißt, wir werden jetzt hier eine fotografische Sicherung durchführen und die Leichenschau gemeinsam mit dem Notarzt durchführen. Das klingt jetzt nach einem Sachverhalt, wo wir euch erstmal nicht begleiten. Ja, aus Pietätgründen können wir euch jetzt leider nicht mitnehmen, aber wir sehen uns dann auf jeden Fall auf dem Revier drin. Ja. Und dann bis später. Genau. Ihr seid wieder zurück vom Einsatz. Wie lief es? Also wir haben vor Ort mit dem Notarzt zusammen die Leichenschau durchgeführt, haben den Anrufer befragt und mit dem Notarzt halt nochmal Rücksprache gehalten. Es gab jetzt keine Anzeichen auf Fremdeinwirkungen, Suizid oder einen Unfall. Das heißt, wir werden jetzt die Fotos, die Lisa getätigt hat, in einer Lichtbildmappe zusammenfassen. Und ich schreibe quasi die Befragung auf und erstelle die Todesermittlungsanzeige. Also habt ihr heute in eurer restlichen Zeit noch ordentlich zu tun? Ja, das ist jetzt erstmal ein bisschen Schreibarbeit, die auf uns zukommt. Vielen Dank, dass ich euch beide begleiten konnte. Es war sehr interessant. Und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg in eurem Dienstalltag und vor allem auch
viel Gesundheit und immer die richtige Spur. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen und vielleicht sehen wir uns dann auch beim nächsten Video.